Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, heute geht's aber nochmal in die Lava-Höhlen. Da haben wir letztes Mal eh unser Auto vergessen. Schneebären-Shakes hab ich dabei. Das heißt, wir können so viel Brightcore abbauen, bis wir, keine Ahnung, von einem feindlichen Mob erstochen werden. Irgendwie so. Ich bemühe mich heute nicht drauf zu gehen, aber wer weiß das schon. Ich bin anscheinend nicht sehr gut da drin. Aber wo drin ich gut bin, ist Tiere streicheln und Häufchen anfassen. Am besten mit der ganzen Hand, dann muss das auch so schön überall dran kleben. Genau wie die Wolle und das Häufchen nehmen wir auch noch mit. So, dann mal weiter auf den Spuren von unserem Auto. Da sind wir hier einfach links von uns für die Straße lang. Da würde ich jetzt auch lang gehen. Ansonsten braucht man sehr viel Fleisch. Das heißt, wir müssen ja wahrscheinlich Wölfe klopfen. Oder alles, was uns angreifen will. Da ist schon der erste Wolf. Ist das ein normaler? Sieht ein bisschen Sandwolf-mäßig aus. Ist mir egal. Fleisch ist Fleisch. Nö, das ist ein normaler. So wenig wie der verträgt, war das ein ganz normaler. Na gut. Dann ging es hier einfach geradeaus. Dann sind wir eigentlich schon fast bei der Höhle. Ja, das Camp könnte man da auch mal hops nehmen. Obwohl, die haben sich letztes Mal, glaube ich, alle gegenseitig ausgeschalten. Das heißt, ist da was drin? Sieht aus wie ein riesiger Bär im Moment, aber das wird wahrscheinlich nur ein Schattentrick sein. Ja. Zumindest eine Truhe ist noch drin, die leer ist. Na gut. Dann hat's nichts gebracht. Ab zur Sandhöhle und zu unserem schönen Auto. In der Hoffnung, dass es noch dasteht und kein wütender Sand-Ninja oder was es da alles für Mobs gibt, das weggenommen hat. Ich bin ganz optimistisch, dass es noch da ist. So, Kürbisse brauchen wir auch. So viel Fleisch habe ich nicht. Bisschen was snackt man aber. Wohl war unnötig, wir nehmen ja gleich ihn. Schneebären-Shake, der sättigt ja auch ordentlich. Naja. Was machst du da hinten, Charlie? Hast. Okay. Charlie ist manchmal relativ ninjahaft tatsächlich auch unterwegs. So. Weg mit dir, du Schalentier. Das Holz nehme ich doch gern mit. So. Wo ist denn die Höhle hin? Ich dachte, die war hier irgendwo. Da ging mir im Auto vielleicht doch ein bisschen schneller. Brauchen auf jeden Fall Bright. Sanddino. Die haben nicht mal den normalen erledigt. Wieso hat der jetzt so rote Augen? Das ist doch, glaube ich, ein ganz normaler Sandwolf. Ja. Du könntest auch mehr Fleisch fallen lassen, Kollege. Nicht nur mehr klauen. Naja. Man kann sich ja nicht über alles beschweren. Jetzt komplett bescheuert. Sind das so Wanderhöhlen? Ist die weg? Wir sind doch eigentlich nur die Straße entlang gefahren. Weder Auto noch Höhle in Sicht. Da ist eine Höhle. Sind wir einfach da abgebogen. Nur nicht mit dem Sanddino-Streit anfangen. Irgendwo sollte hier auch ein Bett gewesen sein. Das muss doch ungefähr. Und das sieht richtig aus. Was sind das denn für Kakteen? Solche Riesenäumel habe ich auch noch nie gesehen. Oder ist mir zumindest nie aufgefallen. Hier ist weder Auto noch irgendwas anderes. So, Charlie kümmert sich um den. Ich glaube, wir waren bei der anderen. Naja, kann ja mal passieren. Irren ist menschlich. Ich weiß nur nicht, warum ich die heute nicht gesehen habe. Vielleicht ist so diesig. Da hinten ist er doch. So diesig in der Wüste. Sieht man ja kaum einen Meter voraus. Da kann man sich schon mal leicht irren. Ich würde sagen, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, ja, unser Auto steht auch da. Wenn auch sehr verschwommen, es ist zu erkennen. Dann müsste das Bett da sein. Da können wir uns gleich reinlegen. Weil wir bestimmt irgendwie auf den Deckel bekommen. Und zur Not, ja, kann man hier respawnen. Zwar ohne Zeug. Echt, was ist mit den Kakteen los? Und was ist mit meinem Inventar los? Ich habe hier nichts mehr. Kiste? Nicht mal eine einfache Kiste. 6 Planken. Habe ich nicht. 3 Holz weg.
das Schneebären nicht. Sandwolf hau ich auf den Latz. Ja. Heul woanders. Nicht abhauen. So sieht's aus. Nein, ich brauch doch beides, Klauen und Fleisch. Na also. Dann. Stimmt, den Greifer habe ich mitgenommen. Der ist eigentlich ganz praktisch. Dann kommt der da unten hin. Der kommt dahin. Ranken sind irgendwie auch nützlich. Normale Knochen nicht. Normale Steine nicht. Echt, ich habe nur 4 Schneebären dabei. Ich dachte, ich hätte viel mehr. Hab die vielleicht in die Schneebärenmaschine. Okay, die Häufchen kommen wieder weg. Schraubenschlüssel braucht man gerade nicht. Weg. Himbeeren zur Not aufregt. Na gut, wir sind gerüstet. Und die Fackel sollte ich wahrscheinlich eher in den Slot da tun. So. Wird doch gleich besser. Nein! Ich wollte doch nur einnehmen, du Vollidiot. Also ich. Wieso habe ich 2 genommen? Man weiß es nicht. So, ich würde das gern abbauen, aber ich will auch nicht drauf gehen. Das ist immer das Dilemma. So, zumindest hier Bauteile. Irgendwas Treppenmäßiges sollte ja drin sein. So. Was ist denn im Weg? Da liegt doch nur ein kleiner, pimpfiger Stein. Na, wunderbar. Irgendwie haben wir es geschafft. So, dann zählt das hoffentlich und schwuppst mir auch ins Inventar. Geht nicht einfach in die Lava unter uns. Nein! Scheiße. Ja, auf die Lava gehe ich jetzt nicht zu. Dann müssen wir mal schauen. Hier geht es auf jeden Fall noch hoch. Vielleicht findet man hier was leicht Zugängliches. Ja, mir ist warm. Das ist mir schon bewusst, Spiel. So, Kupfer. Bauen wir natürlich auch. Am wichtigsten ist Brightcore. Na, das lässt aber hier ordentlich auf sich einhacken. Bevor da irgendwas passiert, da braucht man bald eine neue Spitzhacke. Und ich glaube, Charlie ist am Kämpfen. Sollte ich mal gleich umdrehen. Ah. Du Arsch. Dank dir darf ich wieder was essen. Nein, ich will die Fackel nicht werfen. Ich Vollidiot. Ein Glück habe ich wieder 3 gemacht. So. Steak auf Steak. Fleisch auf mich. Oh, da sind wieder mehrere Jungs mit Dynamit. Wieso erwischt ihr mich? Aha. Hat dein eigenes Dynamit draufgegangen. Charlie, sie bekämpfen uns. Tja, der sollte nicht selber daneben stehen bleiben. Mist. So viel dazu. Ich krieg gleich wieder auf den Sack. Komm schon. Hau ab. Ich muss hier wieder essen. Ich muss essen. Oh, hier wäre eine gute Truhe. Nein, ich will die scheiß Fackel nicht werfen. Ich will essen. So, schön ausweichen. Nur noch ein halbes Herz. Wie ist das passiert? Essen. Oh. Hä? Bei mir warm war. Ich war doch gerade am Futtern. Na, zum Glück Spawn direkt in der Nähe. Also irgendwie habe ich es komplett nicht drauf, was das Kämpfen angeht. Nein, Charlie, bleib doch drin und vernichte unsere Feinde. Na gut. Wenigstens liegt das direkt am Eingang. Müssen es nur zum Zeug schaffen. Noch eine Schneebeere schnabulieren. Da liegt's ja. Inventar voll. Pech für uns. So. Erstmal raus hier. Dann wieder hochheilen. Durch Fleisch. Dann die Schneebären ausrüsten. So schmeckt Versagen. Ja, wusste ich schon davor.
Ah. Besser. Wieder besser. So, Schneebären. Oh, die ganzen schönen Shakes. Für die Katz. So, da kommt Fackel hin. Dann Knochen brauche ich nicht. Toll, wegen 4 Brightcore mache ich mir doch nicht die Mühe hier. So, rein da und dann nochmal Schneebären-Action. Gleich brauche ich echt mehr Armbrüste. Habe ich schon wieder 2 gegessen? Ach, ich lerne es einfach nicht, das tut mir leid. So, die sammle ich auf. Wir können natürlich hier auch mal was in Truhen packen, was wir nicht brauchen. Die Ranken, die Wolle. Oh, die Himbeeren behalten wir mal. Pfeile habe ich gerade keine, das heißt, die kommen auch da rein. Ja, ist mir nicht schön warm hier. So, dann geh mal hoch. Wollt, dass die anderen Feinde kaputt machst. Okay, hast Charlie kaputt gemacht. Nein! Ah, ein hat's zerlegt. Aha. Das Schwert macht auch nicht so viel Schaden. Also es geht. Schön aber, dass die Mobs hier schön Brightcore droppen. Das gefällt mir zumindest echt gut. Ich darf nur nicht zu greedy werden und muss rechtzeitig ausweichen. Dann sind die eigentlich auch kein Problem. So, da liegt nochmal Dynamit, da liegt nochmal Brightcore. Axt brauche ich gerade nicht. Da ist auch nochmal viel Brightcore. Oh, Charlie, hast du mir gerade einen Schrecken eingejagt. So, ich schnabuliere Himbeeren, bevor es noch schlimmer wird. 30 Sekunden Hitzeschutz haben wir noch. Irgendwie zumindest. Da müssen wir aber echt besser werden. So, rein in mein Inventar mit euch. Nicht wieder in den Lavafluss. Nein, Charlie. Ich will die Sachen aufheben. Geh da weg. Weg. Wunderbar. So, dann esse ich diesmal eine Schneebeere. Wunderbar. Da haben wir wieder Kupfer. Und hier haben wir auch noch halbwegs zugängliches Brightcore. Da braucht man aber echt erstaunliche Mengen vor, von. Zumindest kann man das so noch aufnehmen. Das heißt, es sollte auch gehen. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir einen Schritt weiter nach vorne gehen. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, dann sterben wir. Wäre zumindest eine natürliche Reaktion auf sowas zu sterben. Da mal auf nachzuspawnen. Charlie, haut drauf. Haut drauf. Okay. Und nochmal Brightcore. Wie viel haben wir? 30. Wird wahrscheinlich auch unten links gerade angezeigt. Hätte ich gar nicht ins Inventar müssen, aber so klug bin ich heute nicht. Die Hitze schlägt aufs Gemüt. Nee, schön, dass es wieder mal sommerlich, frühlingshaft, was auch immer. Es ist warm und ich bin glücklicher. Ja, alles, was ich weiß. Das ist auch alles, was ich wissen muss heute. So, und da ist noch mehr Kupfer. Können wir dann abkupfern, ganz einfach. Aber hier hängen doch noch räumelweise Brightcores. Die nehmen wir natürlich auch mit. Spitzhacke geht aber bald drauf. Das ist nicht so gut. Davon müssen wir eine nachmachen. Kann ich eigentlich aus Granit theoretisch hier was bauen, was über Lava geht? Also das Holz hier nicht hält, geschenkt. Aber Stein? Hübsche Treppen. Nee, ich will Steintreppen oder Steinböden. Gehen wir mal auf Böden. Breiter Holzboden. Echt, ich habe keinen Steinboden. Kann ich irgendwas aus Stein machen? Ah, Granitfundament. Geht doch. So, probieren geht über studieren. Granit aufsammeln, Granit aufsammeln. Schneebeere. Und hier mit den Himbeeren. So, Granit machen wir auch mal platt. Bis jetzt hält's. Dann haben wir doch schon was Wunderbares gefunden. Nicht das kleine Fundament, sondern die größeren. Womit wir hier das schön abbauen können. Ja, es ist ja gar nicht mehr so ein Thema, an die Ressourcen hier zu kommen. Habe ich... Ah, ich habe zu wenig Granit.
gedacht, das müsste reichen, aber hat's anscheinend nicht. So, gleich nach dem Abbau mal. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass passiert, aber wieso bin ich da überhaupt reingefallen? Zumindest immer noch nicht tot. Okay. Explodiert ihr ganz schön hier, Jungs hier. Himbeeren fressen und dann raus hier. Wir haben zumindest ein bisschen Brightcore jetzt. Das muss reichen. War mal hier überhaupt schon? Nee. Doch, nein. Wo geht's wieder zurück zum Ausgang? Und da haben wir noch Brightcore fallen lassen. Irgendwie müssen wir wieder nach da. Hui. Na also, hier wollte ich hin. So, da ist nichts Relevantes für uns. Ich frage mich trotzdem, was uns... Ich glaube, ein Fundament ist geschmolzen, warum auch immer. So, und das Brightcore... Nee, ich glaube, ich habe aus Versehen draufgehauen. Ja, das ist dämlich, dass das mir passieren kann. Ich glaube, ich habe das Fundament unter mir abgebaut und dadurch ist die ganze Misere passiert. So, den Stein nehmen wir hier mal weg. Sonst kann ich echt nichts mehr wiederfinden hier. Boah, Stein, 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 Stein. Alles mein. Dann, ja, ich weiß, uns geht es gerade nicht so gut. Ich würde sagen, das passt, das passt. Wird schon fürs nächste Mal bestehen bleiben. Oder eben nicht, aber dann wissen wir es zumindest. Genauso können wir dann hier das Brightcore abbauen, aber jetzt geht's erstmal zurück. Hui. Also die Spitzhacke geht bald drauf, ich gehe bald drauf und wir haben noch ein Stück Fleisch rein damit. Sehr gut für die Gesundheit. Und Schneebeeren sind ausgegangen. Zum Glück weiß ich, wo wir ganz viele bekommen. Jetzt aber erstmal zurückgetuckert. Nein, ein Desperado. Ah, ich wollte ihn überfahren, das geht ja nicht. Na, Charlie kann draufhauen, das ist doch was Schönes. Da ist noch ein Wolf. Wo ist denn hier die Straße? Ich glaube, am Lagerfeuer war die Straße. Ja, langsam und gemächlich, aber es wird. Zumindest haben wir schönes Licht. Können zwar noch ein bisschen effektiver sein, weiter leuchten, aber besser das haben, als gar nichts zu haben. Wird es eigentlich gerade wieder Tag? Ich habe den Eindruck, dass es gerade eher Tag als Nacht wird. Naja, praktisch. Dann sehen wir ja wieder. Ach, das ist wunderbar. Ja, nur das Auto jetzt noch einen Tick schneller. Ich weiß immer noch nicht, was R, F und C machen. Das sind wahrscheinlich Spezialfähigkeiten, die ich davor ausrüsten muss. Wie gesagt, keine Ahnung. Nein, ich habe die Straße verlassen. Charlie, da ist ein Wolf. Hau drauf. Was machst du da hinten? So. Dann können wir einfach hier übers Terrain abkürzen. Oh. Tatsächlich. Charlie, jetzt hätte ich dich beinahe überfahren. Nicht vors Auto laufen. Ja, macht man nicht. Kriege nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich irgendwie anfahre. Ist das nicht langsam hier? Die bräuchten echt sowas wie Nitro oder was, so wie sie es in Rocket League gemacht haben. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Toll, und jetzt kommt das Auto nicht mehr durch die Festungsmauern. Ein Glück war man da noch nicht konsequent und hinten ist alles offen. Ja, gar kein Problem reinzukommen. Vielleicht kriegt man deswegen so viel Skelette hier. So, einmal ausgestiegen. Energiezelle ist echt schon fast platt. Da brauchen wir ordentlich Treibstoff. Und wir haben 60 Brightcores mitgebracht. Das ist doch mal schön zu hören. So viel wie möglich sollten hier rein. Alle. Kann ich nicht. Schade. Na gut, wir tun mal 50 Stück rein. Kupfer haben wir auch mitgebracht. Boah, 30, 50 geht nicht ganz auf. Ich glaube, wir bräuchten 30, 60. Aber dann können wir ja nachschütten. So, Seil brauchen wir gerade auch nicht. Da weiß ich noch nicht wirklich, was der tut. Hier geschliffener Rubin, geschliffener Bernstein.
haben wir jetzt gar nicht irgendwas. Doch, wir haben noch roher Bernstein. Kann natürlich sein, dass wir den für irgendwas Sinnvolles noch verwenden können. Zumindest rohen Rubin hätten wir auch gebraucht. Explosionskerne lassen sich ja stapeln. Sandklauen auch. Fleisch wird gekocht. Kupfer nicht. Achso. 30 maximal Stack. Das ist natürlich bitter. Noch ein bisschen Brightcore. Geschliffener Bernstein. Holz, Holz, Holz. Dynamit. Klauis. Von netten Wölfen, die nicht so viel Schaden machen. Na gut, dann. Ach, das ist auch gut für Herzchen und für Hunger. Dann nehmen wir das noch mit. So, das Holz lage ich mal dazwischen, obwohl es nicht die richtige Kiste ist. Und dann schauen wir mal, wie wir die eine Spitzhacke nochmal machen. Braucht man da nur C-Holz für? Oh, die Armbrust ist natürlich viel besser und es braucht nur C-Holzstäbe und Kordel. Das haben wir doch. Und das ist ein ungewöhnliches Ritterschild. Und hier, oh, aus Kupfer können wir auch ein Schild machen. Ich glaube, so langsam wird sich das anbieten. Egal, Spitzhacke, Sandklaue und C-Holzstab. Nichts leichter als das. Muss nur die richtige Kiste finden. Ich glaube, die waren es nicht, obwohl die sind hier auch ein bisschen gemischt worden. Ja, da sind zumindest ein paar C-Holzstäbe. Stein kommt wieder rein. Ja, das bleibt auch mal temporär da liegen. Warum denn nicht? So, das Schild sollte man eigentlich irgendwann mal verbuddeln. Das braucht man garantiert nicht. So, ich hatte irgendwo ein ganzes Bündel voller C-Holz. Da ist es. Ich habe mich korrekt erinnert. So, rein ins Sägewerk damit. Da können wir, glaube ich, alle 50 verarbeiten. Gleich komme ich an die da hinten. Sieht zumindest so aus. Schnell deponieren. Na gut, ich muss F dauernd drücken. Hört ihr vielleicht? Mein Broadcast sollte eigentlich Störgeräusche rausfiltern, aber macht es nur so mittel. Egal. Spitzhacke, Sandklaue liegen doch hier haufenweise rum. Dann damit. Wunderbar. Noch irgendwas Wertvolles. Wir können natürlich eine bessere Angel machen. Da braucht man einen C-Holzstab mehr, eine Kordel und noch zwei Wollfäden. Wäre jetzt also nicht so schlimm, das zu kriegen. Was ist denn? Ah, ein Vendetta-Zappler müssen wir fangen. Dann reflektiert moderat viel Schaden zurück auf den Angreifer. Das wäre natürlich praktisch. Glücksbringer des inneren Feuers erhöht den Widerstand gegen kalte Temperaturen. Geschliffener Rubin 5 Stück, Explosionskern und Wollfaden. Das müssen wir irgendwo haben. Also geschliffener Rubin-Check. Wollfaden irgendwo anders. Und das letzte habe ich schon wieder vergessen. Das kann doch nicht sein. So. Das war ein Seidenfaden. Explosionskerne war das letzte. Fällt mir gerade wieder ein. Da haben wir noch welche. Und hier Wolle. Wenn wir... Na, haben wir noch Sandklauen im Inventar. Die können wir ja einfach zu den anderen legen. So, Fleisch habe ich alles. Nö, da waren noch drei Grill bereit. So, was wollte ich jetzt machen? Wollfäden. Mensch, eine Sache nach der anderen. Seil nehme ich, Ranken nehme ich, Wollfaden will ich herstellen. So, mal die ganze Wolle da rein. Wüsste zumindest nicht, wofür wir sonst so groß Wolle brauchen. Kann ruhig mal verarbeitet werden. Der Ofen macht schön weiter. Boah, Granit- und Marmortafeln bräuchte man auch mal Nachschub. Nee, gut. So, nochmal hier kurz schauen, was wir brauchen zum Aufrüsten. Obsidientafeln und Kupferbahn. Haben wir die Obsidientafeln? Die lagen ja draußen. Wie viel waren das? Wie 15 Stück brauchen? 25. Oh, ich glaube, wir haben nur 22 hier drin gehabt. 26, das wird also reichen. Ist ja wunderbar. Dann müssen oben nur die Kupferbahnen fertig werden. Und dann können wir endlich das Ding hier aufrüsten. Bin gespannt, was wir da noch so alles machen können.
Und ich habe in der Zwischenzeit auch mal hier im Store gesehen, dass man richtig geile Burgen eigentlich als Blueprint bekommen könnte, aber das kostet so 20 bis 30 Euro und da dachte ich mir, für den Preis mache ich selbst, wenn es mir danach ist, finde ich eigentlich schade. Bisschen so Standardburgen wären doch ganz nett gewesen, dass man die noch irgendwie reinnimmt. Oder halt, ich weiß, Epic will Geld verdienen, wäre aber wahrscheinlich auch ganz cool gewesen, wenn sie das so im Steam Workshop Prinzip machen, dass da viele Leute Blueprints einfach hochladen können, die werden bewertet, man kann sich die runterladen. Wie wollen sie dann Geld verdienen? Also ja, verstehe ich ja schon irgendwie, ist aber schade, weil man so viel hier raus machen könnte. So, da brauche ich nichts von. Die Knochen müssen wir mal auf irgendeinen gemeinsamen Haufen werfen. Wollfaden habe ich schon. Na gut, dann müsste man den Glücksbringer eigentlich direkt machen können. Ja. Inneres Feuer. Damit gehen wir in kältere Gefilde, nicht in wärmere. Wie lege ich den jetzt nochmal an? So. Vielleicht besser als... Füg Kondition und Verteidigung hinzu. Und der... Habe ich jetzt weniger Herzchen oder mehr? Sieht nach mehr aus tatsächlich. Dann war es ja gar nicht so schlecht. Noch ein paar Himbeeren frischen. Ich mag meine Himbeeren. Na wunderbar. Was haben wir da noch? Energiezelle brauchen wir gerade nicht. Aber hier so ein Resistenzschmuck gewährt ein paar Sekunden lang zusätzliche Verteidigung, nachdem du Schaden erlitten hast. Das wäre ja richtig genial. Oder Regenerationsschmuck regeneriert im Laufe der Zeit deine Kondition. Da braucht man auch Kupferbahn, Rohrbernstein. Oh je, drei Ungetüm. Drei Dino-Schuppen braucht man. Naja, wir wissen ja, wo ein Sanddino ist. Den müssen wir nur ordentlich aufs Maul hauen. Hier ansonsten so ein Konditionsglückbringer können wir noch machen. Wollfadenhammer, Ziehholzstabhammer. Was brauchen wir noch? Wollfadenhammer, geschliffener Bernsteinhammer. Irgendwas wolltest du noch haben, oder? Natürlich die Sandklauen, die ich schon wieder woanders verräumt habe. Mensch, ist das hier ein Ordnungsprinzip? Aber letztendlich finden wir alles. Wer bist du denn? Silas. Willkommen, Silas. Ich habe leider keine Betten mehr frei. Irgendwann muss ich den Beefburger, Bossburger, wie auch immer er heißt, rauswerfen. Er zahlt keine Miete, dann kann er auch gehen. So. Vielleicht war man auch einfach scheiße gerüstet die letzte Zeit. Explosionskern rein, Brightcore rein, Ziehholzstäbe, ganz wertvoll, kommen rein. Die müssen wir nicht mitnehmen. Spitzhacke ist wertvoll, die müssen wir mitnehmen. Und die Dinge, wir müssen auf jeden Fall hier noch ein Lager machen. Lager, Lager, Lager. Planke habe ich nicht. Stell hier mal bitte wieder auf Planken um. Rezept ändern. Alles voller Planken. Wir müssen nämlich irgendwie, irgendwo, irgendwann Kisten machen. Jetzt gar nicht gesehen, wie viel eine Kiste kostet. Bestimmt 3 oder 6. Irgendwie sowas. Wir haben ja zum Glück noch ein paar Kisten. So, was kommt da rein? Zeeholz, Sandklaue. Der kommt nach unten, den... Obwohl, den macht man als erstes, weil ich den so schön praktisch finde. So, 2 Schwerter, 1 zum Kloppen, 1 das halten soll. Das Kupferschwert leidet auch ordentlich. Das ist ein bisschen schade. Das müssen wir auch nicht mitnehmen. Holzstab können wir auch hier lassen. Ja, die Ranken. Ranken sich viele Gerüchte darum. So, das lassen wir hier. Dynamit nehmen wir mal zur Sicherheit mit. Konditionsglücksbringer braucht man nicht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch das Fleisch für nächstes Mal mit. Ich sehe nämlich gerade auf die Uhr und würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Nächstes Mal gehen wir wieder in das kühle Gebiet, um Schneebären sondergleichen zu sammeln. Ganz, ganz viele müssen wir mitnehmen. Genau, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.